Petrus bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Eine Geschichte aus dem Leben Jesu. Eines Tages war Jesus mit seinen Freunden, den Jüngern, allein. Er fragte sie: Was erzählen die Leute über mich? Was glauben sie, wer ich bin? Einige denken, du bist Johannes, der Täufer. Johannes war ein Mann, der in der Wüste Menschen dazu aufrief, ihr Leben zu ändern und Gott zu gehorchen. Einige sagen, du wärst Elia oder Jeremia oder ein anderer Prophet. Die Propheten waren Menschen, die Gott besonders gut hören konnten und anderen von ihm erzählten. Jesus fragte Petrus: Und was glaubst du? Wer bin ich? Du bist der Retter, den Gott uns schon lange versprochen hat, der Messias. Jesus war beeindruckt, dass Petrus das erkannt hatte. Das konntest du nicht von dir aus wissen. Gott selbst hat es dir durch seinen Heiligen Geist klar werden lassen. Danach bat Jesus seine Freunde, keinem zu erzählen, wer er wirklich war.